Heute nehme ich euch wieder mal mit und heute haben wir was? Natürlich eine Verstopfung. Heute haben wir im Kellerbereich eine Verstopfung. Hier so standarde Sache oder nicht standarde Sache. Hier drückt es ja raus. Steht schon ca. 3 cm voll. Okay. Hier so wie aussieht, oben ein Waschtisch vielleicht. Mal Dusche oder Küche. Denke eher Dusche, Waschtisch, Toilette. Hier haben wir auch mal ein Waschbecken. Schauen wir mal. Sollte hier mal alles rauskommen eigentlich. Der müsste normalerweise leer sein, wenn vom Bodenablauf Ausdruck, dann brauchen wir keine Angst, den zu aufmachen. Das machen wir jetzt. Heute habe ich einen Spezialhandschuh, ganz neu, von Würth. Gebe ich wasserfest, habe ich heute die zum Testen genommen und schauen wir mal jetzt alles, wie das funktioniert, ob die sind richtig wasserfest oder nicht. Das machen wir jetzt alles auf. Ja. Hier haben wir trockene Kacke. Und da gehen wir jetzt mit unserem Werkzeug mal rein. Schauen wir mal. Mit Spirale gleich rein. Maschine läuft und ich denke, das wird jetzt halb so wild, weil die Leitung geht hier runter, irgendwo nach hier oben. Das ist schon Außenbereich und da vorne ist unsere Straße. Also ich denke, es wird jetzt, hoppala, wird jetzt nicht so tragisch sein. Natürlich sein, dass da jetzt Wurzeln draußen im Außenbereich. Also hier bei der ersten Spirale macht er richtige Blockade. Das heißt, ich hole jetzt meine Spezialhandschuhe, damit er richtige Griff hat, weil mit Handtuch kann gleich schnell schief laufen und dann machen wir das Zeug weg. Zweite Spirale ist da. Also bei zwei Spiralen bin ich definitiv schon im Außenbereich. Das ist schon bei dem ersten. Hier haben wir sehr, sehr große Baum, sehr viel Gebüschzeug und das ist gut möglich, dass da in dem Bereich halt sehr viel Wurzel ausgetreten, aber das werden wir gleich sehen. Wenn ich mit meinem Uhrhaken nicht durchkomme, dann ja, muss ich meinen Borkow einsetzen und schauen, wo das hin überhaupt führt, weil draußen gibt es ja keinen Schacht. Also legen wir los. Keine Bewegung. Na doch. Ja,
Seite bewegen, kommt schon. Ja. Und dann ich täusche mich. Zwei Spiralen sind schon drin. Dabei hört sich schon mal leichter laufen. Heißt, ich fahre jetzt mal die zweite Spirale raus, bis zu diesem großen Widerstand. Vielleicht ist da ein Problem noch. Hier läuft sauber ab. Hier drückt ja nichts raus im Moment und läuft auch nicht ab. Hier zumachen. Wir spüren, dass da abläuft. Aber die Frage ist, wohin läuft es ab? Und hier keine Rückstau kommt. Schauen wir mal zwischendurch mit der Kamera rein. So, jetzt ist tatsächlich bei Zwischenkontrolle hat es ergeben, dass die Leitung frei ist. Und das sieht jetzt so aus. Lass ich euch ausblenden. Hier geht das kleine Fallrohr nach unten, macht der Bogen und gleich einen Übergang auf Steinzeug. Noch ein Bogen. Und hier kommen wir schon mal auf das Hauptrohr. Genau. Sind leichte Ablagerungen, so wie aussieht, aber ist alles frei. Ah ja, hier haben wir es. Hier sitzt er jetzt bei 3,80 Meter. Wurzeleinwuchs mit beschädigter Muffe. Dann wollen wir mal weiter. Also meine Vermutung hat sehr gestimmt, dass da Wurzeln drin sind. Schauen wir mal weiter. Alles gut. Und auch alles gut. Also eine Muffe ist da richtig beschädigt mit der Wurzel. Und die weitere Leitung sieht sehr gut aus. Und so wie hier aussieht, ist sehr guter Neigungswinkel. Lassen wir jetzt gleich mal Wasser laufen. So. Hier ist auch sehr gut. Hier kommt sehr steil nach unten. Da kommt noch eine Zulauf von links. Das ist eventuell wahrscheinlich bei 12,60 Meter. Vielleicht der Regenleitung, was dazu noch reinkommt. Hier ist der Unterhaltmuffeldefekt. So wie aussieht. Aber da geht er schon mal zum Kanal, so wie aussieht. Da geht er nochmal nach unten. Nochmal so steil nach unten. Ja. Passt alles.
und hier sind für den Hauptrohr drin. Also bei 17 Meter ist der Hauptrohr drin. Aber ganz Verstopfung ist noch nicht beseitigt. Wir haben trotzdem noch Problem. Das Hauptrohr ist frei, aber hier durch Rückstau ist er wieder zu. Das heißt, ich muss jetzt hier aufmachen und überhaupt dann schauen, wie der aufgeht, um das zu beseitigen. Ich mache erstmal mit dem Nasssauger. Davon hat der Kunde ja Kercher. Oder ich nehme meinen Kercher und das alles wegmachen. Und dann schauen wir mal, ob ich da frei kriege. Hey, ja. Na gut. Hab jetzt freigesaugt. Hier ist der, kommt der große Überraschung. Der ist ja rundum komplett dicht. Erstens, zweitens. Bin davon ausgegangen, dass der Nassauger da steht, weil die haben schon 2 Tage Verstopfung gehabt, nicht geschaut. Und da war halt diese Beutel drin. Jetzt ist der auch kaputt. Ja, jetzt ist die Frage, ob wir das noch freistellen müssen, muss ich jetzt bei Kunde fragen. Oder die machen das selber jetzt dann irgendwann. Und ich habe dann fertig. Aber scheiße, Müllbeutel ist jetzt. Der Saugbeutel ist jetzt kaputt gegangen. Naja. Passiert. Gut, dann machen wir jetzt das Loch zu. Hier läuft ja alles. Funktioniert einwandfrei. Passt. Dann schauen wir mal weiter. Jetzt schauen wir mal, ob der Bodenablauf überhaupt nachgibt oder nicht. Sollte, weil mit Brecheisen funktioniert das einfach besser, glaube ich. Muss man da ein bisschen schmieren. Der bewegt sich schon auch. Langsam bewegt er sich. Dann ist schon mal gut. Oh! Da hast du gesehen. Einmal richtig geschmiert und es funktioniert schon einwandfrei. Jetzt kommt das raus. Und dann können wir unsere Verstopfung schon mal beseitigen. Das kommt hier raus. Das geht nicht so einfach. Sacre macra. Jetzt vielleicht. Also, der muss jetzt gleichmäßig links und rechts geschlagen, weil sonst haben wir ein Problem, dass er sich verkeilt. Hier muss sauber sein. So, jetzt hat er durch ein bisschen Schwitzen. Das da ist sehr gut weggegangen, aber das hat sehr länger gedauert. Hier steht Toilettenpapier. Das machen wir jetzt weg. Ja. So, wie aussieht. Wir haben hier alles Toilettenpapier, hier auch Toilettenpapier. Jetzt habe ich das alles nochmal mit dem Schlauch mit Wasserdruck gemacht. Und dann schauen wir mal in der Kamera rein, wie das überhaupt aussieht. Oh ja. Oh ja. Sieht sehr gut aus. Die blenden wir nicht aus. Da passt alles. Da wird jetzt mal Toilette gespült in diesem Bereich. Und dann passt schon. So, hier befinden wir uns schon in der großen Leitung. Okay. Wasser ist zu. Von oben läuft das Wasser. Da sind wir schon in der großen Leitung. Okay.
Verstopfung ist beseitigt. Also was da war, Problem, hier habe ich jetzt nicht mal meine 16er Spirale gebraucht. Hier war durch den Rückstau der Anschlussbereich einfach voll mit Toilettenpapier und hat es hier reingedrückt und da war auch alles dicht. Jetzt ist alles frei, jetzt wird Toilette gespült, Wasser läuft einwandfrei. Ich zeige bloß die Frau, wo die Wurzeln sind, zusammenpacken und dann haben wir es schon. Von der ist ein Like, Kommentar, würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal.